Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot zu einem neuen Let's Test angezockt. Heute mit Radical Rabbit Stew. Ja, wurde uns empfehlen vom guten Julian, Exit Mothership, ein Art-Designer vom Team Packstorm, von unserem geliebten Co-Keeper. Und ja, mit dem Kollegen hatte ich ein Gespräch und er meinte, yay, wir haben noch das Spiel Radical Rabbit Stew, das ist auch ziemlich cool, guckt doch da mal rein. Und was soll ich sagen, hier sind wir. Wir machen das natürlich auch, wir gucken es uns an, wir haben die Demo runtergeladen und gucken da rein. Und wenn ich sage, wie ist es richtig, der gute Harlatin ist auch wieder mit dabei. Moin moin. Bist du heiß? Nee, eigentlich nicht. Warum nicht? Ich bin nur heiß auf Co-Keeper. Endlich mal ein Spiel, was mir gefällt. Ne? Kein Horror, mal was Schönes. Ja, kein kein Horror, kein Spiel ist da nicht. Ist das schön. Ja, kann ja nur schlecht fahren, Leute. Hoppala. Ja. Canyon Land Summer, 0 von 69 Münzen und ein Herz. Und wir gucken uns die ganze Show mal an, Leute. Man sieht an vielen Ecken und Enden Co-Keeper. Also vom Design, von den Soundeffekten sehr, sehr viel. Vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxie gab es ein legendäres Weltraumrestaurant. Die Effekte und Soundeffekte sind wieder mega geil, Alter. Artstyle ist mega. Dies war das Zuhause der legendären Sterneküche, berühmt für ihre vorzüglichen Gerichte. Ja, der Harle war da bestimmt mit dabei. Ja, auf jeden Fall. Sie ahnten nicht, dass die Kaninchenkönigin neidisch war. Kaninchenkönigin. Das Häschen, wie das da abgeht. Eines Tages wurde die Kaninchenkönigin ihres langweiligen Gemüses überdrüssig. Das ist klar, Gemüse immer so. Das ist nichts wahrer. Und entschied sich, die Sternenköche zu entführen. Ihre Gehilfen stürmten das Weltraumrestaurant. Na, da gab es Backpfeifen. Nur du, die Küchenaushilfe. Hast dich versteckt. Kannst du die Sternenköche retten? Das würde ich mir meinen. Auf jeden Fall. Und das Stil, ihr werdet sehen, auch du, Harle, der erinnert sehr stark an Co-Keeper. Ja, guck mal, Co-Keeper Teil 2. Auch die, hörst du das? Das Trapseln. Und auch die Kiste. Und an was erinnert dich das? Zelda. Jawohl! Ja, Klauschweine! Und Zelda geklaut, ein guter Alter. So cool, aber auch so cool, wie das klingt, dieses aber ungeändert, also so, dass es was anderes ist. Ja, aber eine coole Sache. Ja, wir haben hier unseren Kollege und der hat einen Löffel und wir haben die Häschen und die Häschen müssen wir in den Kochtopf schmeißen. Boah, ist ja der brutal, Krokibber, Leute, ey, das hätte ich gar nicht gedacht, ey. So ist es nämlich. Ah, ja, seid ihr ganz so, und oben ist ein Bumper und dann können wir nämlich auch die durch und zack, rein in den Kochtopf. Jetzt wird zurückgeschlagen. Ja, ja. Jetzt ist auf jeden Fall das letzte Mal, ja, perfekt das Oster-Event, Osterspiel. Weiß ich nicht. So, zack, 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 Bumper, Bumper und ab in den Topf. Hast du gesehen, die Sonnenbrille, die er aufsetzt, nachdem er gewonnen hat? Ja. Das ist mir auch so. Wenn die am Strand, dieses Strandoutfit. Sofort aufgefallen, ja. Und die Mucke ist halt auch absolut geil. Zu 80s, Synthwave, genau unser Ding. So. Klar, das wäre ein cooles Osterspiel gewesen. Oh ja, wir bekommen ein neues Item. Oh. Vor allem auch selbst die Kiste. An die Leute, die Co-Keeper spielen. Das ich nicht. Wenn ja, das ist dieses. Doch, jetzt, das ist ja, dieses. Wie heißt die unzerstörbare Wand in Co-Keeper, wenn du ranschlägst, oder an unzerstörbare Items? Ja, Obsidianwand. Genau, und das ist genau dieser Klang. Ja, hab's gerade gehört, gong, gong, gong. Und wieder ein Item. Mega super Löffelherz. Chefkochherz. Nicht nur ein Viertel, aha, nicht nur ein Viertel, gleich ein ganzes. Leute, jetzt wird aber langsam, ist mal jemand ziemlich großer Zelda-Fan, ja. Da ist jemand so. Komm ich zu cool. Euch bei mir dann auch als Dankeschön das Let's Play rein, was ich gemacht. Also Let's Play mache ich. Die Hoppelbrücke. Ja. So, ab mit euch hier. Zack, jetzt muss ich da noch eine geben und BAMS, ab in den Topf mit dir. Fort. Aber die Optik ist halt
erkennst du sofort, ne? Aber vielen Dank an dich, Julian, der mir das empfohlen hat. Ich kannte das Spiel, wie gesagt, gar nicht. Umso cooler, es jetzt mal zu sehen und zu spielen. Aber schon... Okay. So, dann gucken wir mal hier. Bams, gibt's eine und du kriegst eine und hoch mit dir. So, und dass ihr mal K.O. kloppen muss. Jetzt holen wir uns natürlich erstmal diese Kochmütze, was das dort immer ist. Super Mega Kochkraft. Und BAMS! Kriegst du eine, mein Freund. Alter Vater, du. Tja, der wird mit dem Suppenlöffel ordentlich ausgeteilt, du, sag ich dir. Auf jeden Fall. So, was und nun? Wenn du mal siehst, wie simpel das Prinzip ist, ne? Und wie, ja. wie Core-Keeper, wie aufwendig das ist. So. Auf jeden Fall. Aber die Effekte, die Soundeffekte und alles, das klingt so cool. Das sieht so cool aus, wenn einer mit einem Löffel kriegt und haut ihn dann weg. Ist, ja, es ist ein cooles Spiel, also sieht cool aus. Auch die Maps ist cool. Auf jeden Fall. Vor allem schönes, ein bisschen zum Überlegen auch. Da musst du ein bisschen gucken, wie du es machst. Das ist ein ganz geiles Ding so. Cool. Ich wollte was einfallen lassen, lieber Entwickler. Ist aber auch schon ein bisschen älter, muss man auch sagen. Das ist jetzt nicht das aktuellste Spiel. Ich glaube 2020. Zeitlos. Ich glaube 2020. Ach so, okay. Ja, gut, 3 Jahre alt, ne? Aber trotz alledem, also ich finde es mega nett. Ja, und vor allem cool ist, wenn man jetzt sagt, ey, ich hab Bock auf den Stil von Core-Keeper, aber in Core-Keeper kommt gerade nichts Neues. Leute, zieht euch das Spiel rein. Aber hallo. Für kostenlos, das ist ein nettes Ding. Die Level werden sicherlich immer anspruchsvoller. Ich muss zum Beispiel sagen, ich habe mir angeguckt, ich glaube, das Spiel Vollpreis kostet, glaube ich, 16 Euro. Hm, ja, das war oder ein bisschen teurer als 15 Euro irgendwas, glaube ich. Und das muss ich sagen, ich... Gut, okay, Core-Keeper ist halt auch viel zu billig für das, was es eigentlich bietet, ne? Das muss man haben auch sagen. Haben wir, ne? Muss, Leute, haben sie hochgesetzt. Okay, kostet jetzt auch 16 Euro. Ach, kostet jetzt auch 16? Ja, ja. Okay, wo wir es gekauft hatten, waren es noch 11 Euro irgendwas oder so. Ja, aber das haben sie ja gesagt, dass sie das anpassen. Und es ist auch völlig gerechtfertigt. Und es gab ja jetzt eine Zeit, wo ihr es ein bisschen günstiger gekriegt habt. Das wird auch wieder kommen, denke ich. Aber es ist... 13 Euro kostet es, Entschuldigung. 13 Euro. Ja, so, aber das ist ja geschenkt. Ist trotzdem noch geschenkt, ja, klar, auf jeden Fall. So, hier gibt's, also dafür, dass sie gesorgt haben, gibt es keine Münze. Freund wünscht sich. Wo bin ich jetzt eine Welt zurückgegangen? Aus Versehen. Gucken wir mal. Au, au! Hau doch mal ab hier. Du machst dich jetzt so hoch. Bams, kriegst du eine so. Und du gehst hoch und dann noch rechts. Ich glaube, ich bin eine Welt zurückgegangen. Kann das sein? Nee, bin ich nicht. Hat schon gepasst. Das geht ja, glaube ich, nicht. Das nächste Item. Ran damit. Was wird es diesmal sein? Oh, neuer Löffel. Oder? Oh. Für die Soundeffekte möchte ich euch gern knutschen, meine lieben Freunde. Ne? Ich liebe Zelda. Silberlöffel. Das ist mega cool, dass ihr das eingebaut habt. Und dass ihr es aber so umgebaut habt, dass es halt nicht 1:1 ist. Ne? Aber man erkennt, der Wiedererkennungswert ist zu 1000% da. Aber es ist nicht billig kopiert, finde ich geil. Okay, ich kann jetzt aufladen. Mega Keule. Oh, jetzt gibt's aber ordentlich. Jetzt gibt's aber Pfeffis, Junge. Jetzt fliegt aber alles, ja. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Damit kannst du aber Luft machen. Da wächst kein Gras mehr. Nee. Da wächst kein Viertelherz mehr, ne? Habt ihr auch schön, du. Das ist schon. Ja, schauen wir uns mal an jetzt hier. Achso, jetzt muss ich mich wohl. Ach, du Heilige. Oh, wie cool. Okay. Okay, du gehst dahin, du gehst dahin. So. Bams. Alter. Und zack, kriegst du eine, mein Freund. Schön. Gibt's eine mit einem Löffel. So, wo sind wir jetzt? Rabbit Bow. Okay. Okay, muss ich mich wieder bumpeln? Ah, da ist ein Chefkoch-Typ. Sternekoch, hieß er. Ah, der Packstormhase. Der Backstorm, Hasenhund. Oh Gott. Oh, okay. Oh Gott, Bossfight. Ich will nicht. Oh, ich muss hoch. Kriegst eine mit dem Löffel, mein Freund. Okay. Dir hau ich einen Salat raus, mein Freund, du. Und BAMS. Okay, ich kann jetzt mal nicht in die Kamera gucken, Leute. Es tut mir ein bisschen leid, aber ich muss mich ein kleines bisschen Concentration hier. Oh, Hase, geh weg. Hui. Du musst schon die Züge treffen. Bams und Bams. Oh, du bist doch ein. Komm ich nicht ran. Aber den krieg ich. Wie cool das aussieht. Den krieg ich.
Den kriege ich. Den kriege ich, ne? Den hier unten kriege ich. Zack. Das war's, hoffe ich. Ja. Packstorm Hasen-Typ. Hund. Hundhase. Du buddiges Maskottchen. Geh weg. Bam, Baby. Schnipp. Easy. Oh, da kommt wieder der Kurbelhauser. Im Alleingang hast du den bösen Pax-Bunny besiegt. Eieieiei. Pax-Bunny, Alter. Und deinen Freund Taco den Hexapus befreit. Nur warum nicht? Hexapus. Naja. Um deine anderen Freunde zu retten, musst du ins Kaninchenarchipel reisen. Dann auf. Alter, gibt's aber auch eine. Bis zum Amroma und noch viel weiter. Hier kommen wir, Kaninchenarchipel. Der arme Koch wird hier fortgefeuert, ey. Auf den nächsten Level. Oh. Ah, ich glaube, das war's für die Demo. Ach so. Rabbit's Chew Radical. Ja. Coming out, Juli. 16. Juli 2020, tatsächlich. Der radikale Kaninchen-Eintopf. Mega gut. Was für eine Beschreibung. Ja. Also, die Schrift hat auch ein bisschen was von Punch Club, oder? Also, ist eigentlich klassisch. Auch so ein bisschen 80er. Ja, ja. Auch die Musik ist ja so ein bisschen in die Richtung, auf jeden Fall. Ja, was soll man sagen? Auf jeden Fall. Ja, lustiges Spiel, ne? Ja. Das kann man mal zwischendurch durchballern, auf jeden Fall. Und coole Einfälle habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen, so dass man so Kaninchen irgendwie mit einem Kochlöffel in den Kochtopf treibt. Für mich auch mal was Neues. Aber coole Sounds, cool gemacht, coole Optik wieder. Gibt's eigentlich nichts zu meckern. Also danke dir, Julian, für diese. Ja. Dafür, dass du es uns, mir gesagt hast, guck dir das mal an, oder das haben wir auch gemacht. Hat sich gelohnt, muss man sagen. Ja, danke dafür, cooles Spiel. Ich glaube auch, dass du da durchaus ein bisschen Zuchtpotenzial entwickeln kannst, wenn du dann einmal so drin bist. Denke ich auch, ja. Optik schön, Sound schön, Effekte cool. Also gut, auch gut abgestimmt für so ein, sagen wir mal, günstig gemachtes Spiel. Aber es geht ja dann auch, ich glaube, das ist halt auch ein Spiel für Leute, die mögen auch Schwierigkeitsgrade, weil es wird ja auch immer schwerer dann logischerweise, ne? Bestimmt. Ganz, ganz geiles Ding, so habt ihr da wieder auf die Beine gestellt, jo. Feine Sache. Ciao, meine lieben Freunde. Und ihr seid jetzt am dransten, dem Video eine positive Wertung zu geben, wenn es euch gefallen hat. Oh, haut mal einen Kommentar raus. Ein Abo, wenn ihr dabei bleiben wollt. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Let's Test angezockt oder anderen Sachen. Gibt ja so viel. Bis dahin, Leute. Haut rein. Bis dahin und Grüße gehen raus. Tschüss.